Dexter, was ist das denn für ein schönes Geschirr? Du bist ja der Ferrari unter den Hunden. Keine Sorge, ich habe dann Gott sei Dank doch noch gemerkt, dass wir ja kein Auswärtsspiel haben in Karlsruhe, sondern dass wir zu Hause spielen. Es ist Matchday, es ist Sonntag. Der Morgen startet wie immer mit dem Weg zum Bäcker oder einem Besuch beim Bäcker. Wir waren gestern in der Region da unten, weil wir einen Welpentreff hatten, wo wir Dexters Geschwister besucht haben. Das war sehr cool. Hat eine richtig gute Stimmung mir gemacht. Ich habe richtig gute Laune. Das wird sich hoffentlich heute genauso fortsetzen, wenn wir nachher ins Stadion gehen. Let's go. Das Spiel heute steht unter verschiedenen Vorzeichen. Unter anderem kann Hannover 96, weil Heidenheim gestern nur unentschieden gespielt hat, tatsächlich auf Platz 4 vorrücken. Ich habe über das ganze Thema KSC schon im Sport-Podcast oder im Mein-Sport-Podcast Vorwärts nach Wald 96-Podcast gesprochen. Da war ich zu Gast. Wenn ihr das jetzt hier seht, ihr könnt es euch immer noch angucken. Ist natürlich nicht mehr so aktuell, wie als wenn ihr es euch vorher angeguckt hättet. Das Ganze habe ich auch auf Instagram gepostet. Also ihr hättet es nicht verpassen müssen. Folgt mir bei Instagram, um sowas nicht zu verpassen. Der KSC aktuell, ja, mit 5 Siegen, 6 Niederlagen, es ist so ausgeglichen alles. Haben wir mal ein sehr starkes Team, meiner Meinung nach. Aufpassen auf Wanicek, aufpassen auf Nebel. Die sind sehr, sehr gefährlich, Schleusen nach vorne drin. Haben auch ein bisschen Personalprobleme, das könnte uns helfen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall ein ekelhafter Gegner. Wir haben seit 1988 nicht mehr gegen die verloren zu Hause. Das heißt eigentlich, sollte nichts anbrennen, aber Gesetz der Statistik besagt, irgendwann, Gesetz der Wahrscheinlichkeit auch, wird es passieren. Hoffentlich nicht heute, ich bin sehr gespannt. Sebastian Ernst sitzt bei 96 das erste Mal wieder auf der Bank. Sehr, sehr schön. Der ist nach seinem Achillessehnenriss jetzt wieder zurück. Wir wissen alle, was er für ein genialer Fußballer ist. Hoffentlich gibt er seine Minuten. Ich bin gespannt auf die Startelf. Auch da ist überhaupt nicht sicher, wer starten wird. Wir werden nachher drüber reden. Jetzt geht's erstmal nach Hannover. Ab geht's. Im Stadion geht's heute wie gegen Leverkusen. Wieder mit meinem besten Kumpel und mit der Trägerin dieses hübschen Trikots. Toll, oder? Das Frühstück der Champions wurde sich einverleibt. Das Frühstück der Champions, das besteht relativ simpel aus einer Brezel, einem Schokocroissant und einem Kaffee. Ist nicht klassisch Frühstück der Champions, aber hoffentlich Frühstück der Gewinner vom heutigen Spiel. Das ist auch ein bisschen komisch. Bin ja heute in einem anderen Block, bin ja heute ausnahmsweise mal nicht in der Nordkurve oder nicht im Oberrang Nord, sondern ich bin heute im Westen, aber W7, das heißt relativ nah auch tatsächlich an der Nordkurve dran. Bin gespannt. Phil kommt hoffentlich, wenn er sein erstes Tor macht, was heute passiert, genau dahin und jubelt. Good News, Bad News, alles auf einmal, anscheinend auch Bad News, wenn sich das so anhört. Ich habe ein anderes Trikot jetzt auch noch gefunden. Also hier lag es nicht, aber es lag im Auto, deswegen habe ich es nicht gefunden. Ich mache mal auf Insta eine Abstimmung, welches ich anziehe. Das hat mir bisher noch nicht so richtig Glück gebaut, aus einem Pokal. Und Phil, also der Spieler, bei dem ich am meisten auch wegen Kickbase, aber auch wegen ihm wünsche, dass er heute trifft, der ist ja auch Innenverteidiger, wie Sané, den ich hier hinten drauf habe. Alles nicht so easy. Aber wir kriegen das schon raus. The Graham hat sich für das weiße Trikot entschieden. Dementsprechend geht es mit Salif ins Stadion. Wir sind jetzt hier in Ricklingen, müssen noch loslaufen, bzw. zum Stadion laufen. In einer guten halben Stunde sind wir dann da, eine Stunde vor Anpfiff. Sollte passen. Wir tippen jetzt die Zuschauerzahl hier. Haben wir gerade eine hitzige Diskussion, würde ich noch nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall im Diskussionsmodus. Ich sage 28.000 kommen heute. Es gibt wohl keine Tageskasse, was bei dem Wetter hier 23 Grad, beste Bedingung, ein bisschen traurig ist, aber du sagst es. Ich sage 21.8. Nein. Doch. Ach Quatsch. Ja, warte ab. Was ist denn der Einsatz? Ein Bier. Ich nehme das Bier, danke. Und jetzt noch einmal wer näher dran ist, ja. Also das wäre ich ja so safe, gewinne ich mir gar keine Sorgen. Das ist ja Wahnsinn. So, da sieht man schon, ganz klein, aber das schönste Stadion Niedersachsens auf jeden Fall schon mal und auf jeden Fall auch als der schönsten Deutschland. Für mich das schönste Deutschlands, ihr wisst es doch, ist doch logisch. Hier ist der Trainingsplatz, da war ich auch schon lange nicht mehr. Muss ich auch demnächst dringend mal wieder hin zum Training. So, der Vorplatz ist hier noch relativ leer, aber ich habe da gerade schon ein Steiner-Trikot gesehen. Jerzy Steiner aus der Saison, was weiß ich was, 2-3, 2-4, jetzt könnt ihr das sehen. Geil. Sektion Hildesheim, Heimatort, so ist richtig. Einlaufkinder kommen und wir haben richtig geile Plätze zumindest. Ich war lange nicht mehr so nah am Spielfeld, außer jetzt in Leverkusen. Und genau da kann dann gerne nachher Phil jubeln, wenn er den Siegtreffer macht. Oder das 3-0. Der Feind ist schon da. Bleibt dabei, dass ich Angst vor Wanicek habe und auch vor Nebel. Mal gucken. Weil die haben Marcel Franke hin drin, das kann ja nur gut für uns sein. Tipp für heute, was hast du? Stabiles 3-1. Abfahrt 3-0 und fertig. Einmal kurz das Bier weggebracht und schon bist du zur falschen Zeit am falschen Ort und die Mannschaft ist schon da. Perfekt. Torwart wird warm gemacht, richtig so. Allerdings ist es der B-Torwart. Ich weiß nicht, ob ich blind bin oder ob Zieler schon wieder drin ist, keine Ahnung. Ah ne, Zieler steht daneben. Hab nichts gesagt. Mannschaft ist wie gesagt auch da, haben wir verpasst, als wir rausgekommen sind. Aber ich bin echt gespannt, wie die Aufstellung heute ist, weil die ist ja relativ unvorhersehbar. Ob Bayer wieder in der Startelf steht, Resoldi vielleicht. Wird spannend. Ihr wisst ja, ne? Deswegen ganz entspannt. Weidern Startelf. Sehr schön, sehr schön. Die
Mal gucken, bin ich mal gespannt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Würde lügen, wenn ich sage, ich habe damit gerechnet. Aber er hat das letzte Tor gegen KSC gemacht, also warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob Tresoldi überhaupt im Kader ist oder ob ich was verpasst habe. Weiter gerade auf jeden Fall einen Ball gegen Pfosten gesetzt. Flanke kommt jetzt auf ihn sicherlich, genau. So gerne auch im Spiel, Henne. Genau so gerne auch im Spiel. Boah, was eine Parade. Alter Lachs. Leo Weinkauf. Ich habe Köhn auch noch nie so nah gesehen. Was eine Maschine. Bayern natürlich im roten Unterzieht-T-Shirt. Ist aber auch kalt, muss man sagen. Nicht. Nevermind, ich habe Phil gefunden. Da ist er. Oh, was ein Ball auf Derrick. Was ein geiler Ball. Und jetzt die Flanke und... Ah, der Mann muss heute treffen, Phil, wenn du das siehst. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo du siehst, hast du ein Tor gemacht in der Bundesliga für 96. Wäre wichtig. Fahne lädt schon. Ich kann langsam auch gerne losgehen. Also Hennes Abschlüsse heute wirklich gut, muss man sagen. Also wenn man sich Bright Array MB anguckt, ne? Der steht heute Gott sei Dank wieder in der Startelf, einfach Jahrgang 2003. Das ist halt so Wahnsinn. Vor allem mit dem Körper. Und bei Bayer und Tresoldi, die siehst du ja, dass die Jungen sind, aber bei ihm halt gar nicht. Fimmel beim Namen Weidand, da sind natürlich die Niveau los, müssen wir nicht drüber reden, ne? Muss nicht sein. Scheint ja nur auch zum Standard zu werden bei Gästefans. Finde ich aber gut. Erste Halbzeit auf die Nordkurve ist natürlich ganz großer Quatsch. Das ist richtig kacke, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Verletzungsunterbrechung, aber jetzt geht's weiter. Wechsel weiß ich nicht, müsste aber. Bei Kopfverletzung immer vorsichtig sein. Gute Besserung an den Karlsruhe. Freunde, Eckball, ihr wisst, was passieren muss. Ihr wisst, was passieren muss. Ich filme das nicht, schlechtes oben mit Film, aber Phil, Kopfball jetzt. Bitte, Phil. Das ist das gleiche Thema, der Mann, ich weiß nicht warum, mit der Kopfverletzung nicht kaputt. Ich weiß auch nicht, wer es ist, der Sechser könnte Kondorf sein, ich weiß aber nicht, welche Nummer hat. Man lässt jemanden mit Kopfverletzung nicht spielen, nicht mit Turban, Alter. Nimm ihn doch runter. Also ich würde es nicht filmen, den Elfmeter, weil das hat Leverkusen nicht geklappt. Aber es gibt VAR, wenn man die Bayer gefoult wurde. Wird da drüben noch behandelt. Ja! Und Marcel Franke, wer auch sonst. So, ich erwarte was von Phil. Ich sehe jetzt die ganze Zeit seinen Rücken drauf. Ich erwarte wirklich richtig was jetzt. Wie angekündigt, Sebastian Ernst endlich wieder da, Sebastian Kerk auch, die Sebastian-Truppe, Nicolo Baby Tresoldi ebenfalls da, Antonio Foti. Ich glaube, der Einzige, der sich nicht da warm macht, ist Stolze. Warum auch immer, aber schön, dass Ernst wieder da ist. Ganz, ganz wichtig für uns. Hoffentlich kommt er noch rein und legt am besten direkt noch einer auf. Es ist so wichtig! Jawohl!
Wir sind seit 20 Sekunden in Überzahl, plötzlich gelb-rot für Gondorf. Ich habe auch gefordert, er hat schon gelb, aber das war gar nicht ernst gemeint. So schlimm war das vorher jetzt wirklich nicht, aber gut, Überzahl nimmt man mit. Die Chance für Schaub mal wieder zu zeigen, was er kann. Abfahrt jetzt. Hat ebenfalls gewechselt für bedankt uns Spieler mit der Rückennummer 14, Maximilian. Neue Partie mit der Rückennummer 11, Louis. Das weiß jeder ganz genau. Schlachten, Bummlos, Hannover, kämpfen für den ASV. Ach, guck mal an. Stimmung ist super. Ich will auch wieder mitsingen, deswegen mache ich aus. Dieser Mann da. Ohne den würde es jetzt definitiv 1-1 stehen. Was eine Parade, Alter. Hilfe. Die letzten Sekunden langsam. Also ich weiß nicht genau, wie lange es noch ist. 4 Minuten Nachspielzeit, viel zu viel. Schaub vergibt die Riesenchance aufs 2-0. Er hat einfach kein Glück bei 96. Oh, oh, oh. 96, ole! 96, ole! 96, ole! Ganz genau, zu wem sie müssen. Geil. 96, Tor, Schalala. Schalala, scheiß Braunschweig! Hier wird schon das Neumanns-Trikot gefordert, da ist er. Danke für die Kickbase-Punkte an der Stelle. Kollektiver Abmarsch des KSC. Ja. Ja, machen sie gut. Schön organisiert. Einige Tage später am Ende des Matchday-Vlogs. Das war jetzt nicht einige Tage später, das war der gleiche Abend noch, aber wir haben den noch schön ausklingen lassen. Ich denke mal, das habe ich ja quasi auch gezeigt. Ich meine, die Drohne war schon ein bisschen dunkel, das heißt, ihr konntet nicht mehr in voller Pracht sehen, wie hübsch das alles war, aber das war schon in Ordnung. So kann man auf jeden Fall den freien Tag einläuten, das war ja dann der Montag. Ihr seht das Video am Dienstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr über jeden Support und jeden Kommentar freuen. Schreibt mir rein, was ich besser machen kann. Und dann soll es das für diesen Vlog gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann mal sehen, welches Spiel. Wahrscheinlich erst nach der WM, aber vielleicht gehe ich demnächst mal wieder zum Training. Da würde ich euch gegebenenfalls auch mitnehmen. 96-Content kann man ja ohne Ende machen. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. In dem Sinne, euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Und wir hören uns spätestens beim Spiel gegen Darmstadt am Freitag. Macht's gut, haut rein. Und ciao. We'll be right back.